So, und damit wieder ein recht herzlich willkommen hier zurück bei uns auf unserem Kanal bei einer neuen Folge The Last of Us Part 2. In der letzten Folge sind wir hier angekommen mit der Dieter, haben hier oben einen wunderbaren Zombie hinterlegt und wir müssen ja noch ein paar Sachen hier hinten looten. Was mir aber schon aufgefallen ist, beziehungsweise was ich beim letzten Mal übersehen habe, hier liegt unsere schöne Leiche, ist, dass wir auf dem Bett hier noch eine kleine Notiz hatten. Die werden wir uns natürlich jetzt erstmal nochmal angucken. So, was haben wir denn hier? Ich wurde gebissen. Tina ist tot. Seit einiger Zeit haben wir uns auf den Patrouillen betrunken. Das war so ein bisschen Posten. So ein beschissener Posten. Keine Infizierten, keines Gas. Die hinterste Pampa. Ihr Bruder brennt heimlich Schnaps. Also haben wir getrunken und geredet. Das lief monatelang so. Wir torkelten gerade durch den Lebensmittelladen, als uns dieser Runner überrascht haben. Ihr Bruder soll wissen, dass es mir leid tut. Ich habe versucht, sie zu retten. Sagt meiner Mutter, dass ich sie liebe. Chevy. Okay. Chevy. Jo, okay, also die waren auf Patrouille und wurden dann eben halt doch von Runnern überrannt. Gut. Die Wolves, die haben wir ja letztens ein bisschen geklatscht. Wie gesagt, hier hinten müssen wir auf jeden Fall nochmal looten gehen. Aber wir schauen uns jetzt erstmal nochmal ein bisschen um, ne? Was jetzt hier so passiert. So, von hier sind wir ja, soweit ich weiß, gekommen. Aber wir haben hier noch ein leerstehendes Haus. Und wir sind natürlich ein bisschen vorsichtig, ne? Wir wissen ja nicht, was uns hier eventuell noch erwartet. Aber wir sind erstmal auf alles soweit halbwegs vorbereitet. Das heißt, jetzt ist aber natürlich hier wieder ein bisschen Loot, Loot, Loot. Und wir finden eine Sammelkarte. Was haben wir jetzt gefunden? Sammelkarte. Was? Kinart ESQ? ESQ? Keine Ahnung. Ja, genau. Wir wollten wenden. Dankeschön. Kinart? Keine Ahnung. Echter Name? Georgina Kinart. Intelligenz 80, Muskelkraft 40, Zugehörigkeit Society of Champions. Kinnert, von ihren Freundin Georgie genannt, ist eine brillante Anwältin, die dem Rechtsstaat fest verbunden ist. Sie ist die bekannteste Verteidigerin für Helden, die der Fahrlässigkeit, exzessiver Gewaltanwendung, Sachbeschädigung und vorsätzlicher Gefährdung angeklagt werden. Ihr Ruf brachte jede Menge ungewollte Aufmerksamkeit mit sich, aber die meisten Kontrahenten sind klug genug, sie ungestört der Gerechtigkeit nachgehen zu lassen. Dafür sorgen schon ihr schwarzer Gürtel in Aikido und die gesamte Society of Champions in der Kurzweil ihres Handys. Sie ist eine Heldin. Okay. Cool. Cool. So, lass uns doch mal hier weiter gucken. Was wir hier noch so Feines haben. Alkohol. Lumpen. Wir lassen uns nicht lumpen von den Lumpen. Nope. Nix drin. Eine verbarrikadierte Tür. Jetzt geht's ab nach oben. Oder auch nicht. Ja. Gut, aber hier haben wir auf jeden Fall noch ein paar Sachen gefunden. Das ist natürlich schön, schön, schön. Nice, nice, nice. Unser Ziel ist es ja, soweit ich weiß, lass uns noch mal ganz kurz gucken. Oh, wir könnten wieder was herstellen. Oh, machen wir doch das hier. Schauen wir das ja einmal her. Soweit ich weiß, wo war denn das jetzt mit der Karte? Nein. Nein. Na egal, scheiß auf die Karte. Wir wählen erstmal wieder die Waffe aus. Und schauen uns jetzt hier mal um, weil das da hinten sieht echt nach einem kleinen Hinterhalt aus. So ein bisschen. Weil es eine super offene Straße und da gibt es viele kleine Räume. Warum haben sie Tommy und dich nicht getötet, als sie die Gelegenheit hatten? Ich weiß nicht. Leichtsinnig. Vielleicht sind sie dumm. Vielleicht. Ja. Was? Vielleicht wart ihr nun nicht die, nach denen sie gesucht haben. Also haben sie euch gehen lassen. Okay. Sie haben uns ganz schön verprügelt. Der eine Typ, Jordan, hat mir ins Gesicht getreten. Ja, aber warum haben sie es nicht zu Ende? Ist doch egal.
Sie haben es verkackt. Stimmt wohl. Okay. Aber laut deren Beschreibung. Die im TV-Sender? Lea. TV-Sender, genau, da müssen wir hin. War sie die mit dem Zopf? Nein. Ich erinnere mich nur noch, wie sie um dieses sadistische Arschloch heulte, als ich ihn aufgeschlitzt habe. Bitte was? Ey, du brauchst. Aber ihr braucht euch aber auch nicht wundern. Seattle tauscht einen schlechten Machthaber gegen den nächsten. Ihr braucht euch aber auch nicht wundern, wenn es denn eben halt zu solchen Auseinandersetzungen kommt, wenn ihr hier alle abschlachtet. Freunde. Ja, das ist ja krass. Also, naja, gut. Was meinst du, wie alt das ist? Wenigstens ein paar Jahre. Die haben das bestimmt aufgehängt, gleich als es mit dem Militärberg abging. Mhm. Muss schrecklich für die Leute gewesen sein. Erst der Ausbruch, dann Fedra, dann die Wolves. Ich frag mich, wie viele geblieben sind, um sich der WLF anzuschließen. Gute Frage. Verschlossen. Verdammt. Und was haben wir mit Lea vor? Herausfinden, was sie weiß. Herausfinden, wo die anderen sind. Dann sehen. Willst du sie fragen, warum sie es getan haben? Ja. Ja. Irgendwie tue ich mir jetzt gerade schwer, oder? Also. Was Joey über seine Vergangenheit gesagt hat? Nichts Neues. Wie groß ist die Chance, dass er was getan hat, von dem du nichts weißt? Groß. Groß, wollte ich gerade sagen. Also. Er hat mir nicht viel gesagt. Ich frag mich, was Tommy von all dem hält. Er wüsste sicher mehr darüber, welche Leute Joel verärgert hat. Hm. Ja, aber... Ihr seid nicht besser. Also, mal jetzt ganz ehrlich gesprochen, ihr seid echt nicht besser als die, die ihr jetzt versucht zu jagen. Es ist alles nicht so, wie man sich das vorstellt. Okay, hier ist alles zu. Ist hier auch alles zu? Ist auch alles zu? Ich muss unbedingt gucken, warum ich immer diese Nachschlieren habe bei meiner PlayStation mittlerweile. Ich weiß nicht, ob das durch ein Update passiert ist. Ich habe ja so eine ähnlichen Probleme leider Gottes auch bei Outlast, wenn ich das aufnehme. Dass ich da so ein Shutter-Effekt habe. Okay. Niemand. Okay. Ich habe gerade ein Nachladen gehört, deswegen dachte ich, hier ist irgendwer. Aber nö. Gut, haben wir hier wieder alles soweit mitgenommen. Und hier haben wir noch eine Karte. Ist das richtig? Wir haben ja noch eine Sammelkätchen. A Rockefeller, okay. Lass uns mal gucken. Echter Name Norman Striker. Intelligenz 60, Muskelkraft 100, Zugehörigkeit Society of Champions. Die Krönung des Schaffens des Immobilien- und Baulöwen Norman Striker war das Spark-Hauptquartier, sowohl der sichtbare Teil als auch der riesige unterirdische Laborkomplex. Doch als er in ein geheimes Experiment hineinstolperte, versuchte Laurent Foucault, ihn per Baugrubensprengung loszuwerden. Als es der Society of Champions nicht gelang, Striker aus dem Schutt zu ziehen, machte Dr. Stem die Steine zu einem Teil von ihm. Rockefeller ist jetzt von Kopf bis Fuß durch eine Steinrüstung geschützt und hat sich zum Ziel gesetzt, das Spark-Hauptquartier Stück für Stück auseinanderzunehmen. Und er kennt es besser als jeder andere. Neutraler Held. Ja, die Heldenkarten sind aber auch schon irgendwie sind die geil. Irgendwie gefällt mir das. So, jetzt können wir nämlich hier auch wieder den Lumpen mitnehmen.
Okay, hier sind wir jetzt gewesen. Dann gehen wir mal hier ein bisschen weiter nach hinten. Gucken wir mal, ob wir hier noch was finden. Irgendwas Cooles. Aber... Nope. So, lass mich raten. Ich muss dann nachher hier irgendwie... Okay, ich muss da rüber wahrscheinlich. Gut, gehen wir erstmal wieder zurück. Und schauen mal, wo es hier lang geht. Achso, hier geht's gar nicht lang. Hier geht's einfach ins Nirvana. Kann ich dafür hier rein? Ne, in den Bus komme ich auch nicht. Gut, dann gehen wir mal da wieder nach oben. Um zu gucken, ob wir da hinten rüberkommen. Wobei, warte mal. Weil da hinten geht's nämlich noch durch, da oben. Aber ich möchte gerne nochmal ganz kurz hier reingucken. Weil, einerseits könnte ich hier mit dem Container wahrscheinlich rüberklettern. Andererseits kann ich wahrscheinlich auch da oben reinklettern. Das heißt, wir werden jetzt erstmal da oben reinklettern. Was hast du damit vor? Steckt fest. Versuch doch, ihn vom Bordstein zu schieben. Ja, hast ja recht. Hast ja recht, Digga. Hallo? Geht doch. So, jetzt bringen wir nämlich den Juden hier mal hin. Und was willst du jetzt damit tun? Jetzt da hochklettern. Bin gleich ganz zurück. Easy. Ich halte Wache. Easy going. Weil wir wollen natürlich auch nichts verpassen. Dementsprechend. Wie ihr schon in den letzten Folgen wisst, looten wir, weil er Zeug holt. Und finden dabei ein paar Notizen. Wie zum Beispiel so eine hier. Viv, wir wurden letzte Nacht ausgeraubt. Es war Jimmy. Ich hoffe, das ging allein auf sein Konto. Wenn ihr Probleme habt, kannst du mir das sagen. Dein Sohn und du, ihr beide liegt mir am Herzen. Wir sollten doch mehr denn je aufeinander achten. Es gibt schon genug Kriminelle, die in dieser Stadt das Sagen haben. Also richtig. Gib ein bisschen Salz und etwas Wasser hinzu, dann schmeckt es fast wie das Original. Es ist nicht viel, aber hoffentlich hilft es, dich zum nächsten Sicherheitsbereich zu bringen. Raoul. Was? Was denn? Hä? Salz und Wasser? Was wollte Raoul damit bezwecken? Wir wissen es nicht. Aber wir finden hier auf jeden Fall noch ein bisschen Loot. Ein paar Pillen. Wir müssen übrigens auch mal, weil ich das gerade wieder hier sehe mit den Pillen, wir müssen auf jeden Fall mal wieder ein paar Sachen aufbessern. Mit den Pills. Oh, hier ist Loot. Hier gibt es einen Sprengsatz. Verdammt, was ist das? Eine Art Bombe? Sprengfallen explodieren, wenn Gegner sich nähern. Drücke R2, um sie abzulegen. Sehr schön gemacht. Nice. Jetzt habe ich auch das Rezept dazu erlernt. Das ist natürlich ganz geil. Munition ist immer geil. Okay. Das ist ja mal... Da hat es sich auf jeden Fall gelohnt, hier, hier so nach oben zu kommen. Alleine für die Sprengfallen war es schon... War es das wert. Gut. Hat es sich gelohnt? Ja. Jo. Gute Ausbeute. Das ist wohl wahr. So, dann lass uns doch mal ganz kurz hier nach oben gehen. Ich weiß, ich halte mich wieder mit Kleinigkeiten auf. Tut mir immer wieder leid, aber ich möchte einfach bei Last of Us einfach nichts verpassen. Okay, hier geht's immer weiter. Also wir müssen in Richtung Hochhäuser. Also... Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, da hinten hin. Hier könnte man wahrscheinlich runterspringen. Wir werden aber da rüberklettern. Über den Zaun. Aber das sieht sehr gefährlich aus. Das sieht sehr, sehr gefährlich aus. Das sieht nicht danach aus, als ob ich da irgendwie eigentlich hin will. Aber wir müssen ja. Das heißt, wir werden jetzt hier unseren... Dings nehmen, unseren
Container. Hey, Container. Packen die jetzt nicht mehr hier rüber. So. Meine Güte, ey, nun habt ihr mal nicht so. Das ist ein Container. Ich kann die Gebäude immer noch sehen. Wie willst du das machen? Mal sehen. Das ist eine gute Frage. Aber wir gehen jetzt erstmal. Ey, ey, das sieht mir alles so. Das sieht wirklich wie ein Hinterhalt aus. Ich habe da ein bisschen Respekt vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier kann man auf jeden Fall hochlaufen. Wenigstens hat er mal was anderes gemacht als ständig nur Burritos. Weißt du, wie oft er mich beinahe vergiftet hat? Meinst du, warum ich angeln gehe? Ah, ich kriege Hunger. Okay. Ja, dann red mich dauernd übers Essen. Ja. Ich habe mir sowas schon fast gedacht. So, schießen wollen wir natürlich erstmal nicht. Wir wollen ja unentdeckt bleiben. Wo zum Teufel ist das Mädchen? Ah, die suchen uns aber noch. Und sie ist wirklich kein Skar? Du saß auf einem Pferd. Nein, kein Skar. Erledigen wir das, dann können wir endlich essen, okay? Ist die große Frage, krieg ich den da noch überwältigt? Gut. Eben nur ihre Leiche mit. Ich frage, wo lang läuft er? Ich glaube, wir sind nicht allein. Ich schau mal nach. Ich passe auf. Hey! Das war nicht geplant. Das war so ja nicht geplant. Der tat weh. Der tat mal weh. Das muss ich mal wirklich sagen. Tauschen wir jetzt erstmal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Bist tot, hörst du mich? Ja, komm doch her. Welche übrig? Glaub nicht. Der tat weh. Gut. Shit. Eieieiei. Okay. Kennst du einen von denen? Nö. Nein. Muss ich? Diese Kulette ist riesig, oder? Ziemlich riesig. Glaubst du, hier sind überall Wurfs? Ja, wirklich hier nicht. Sind, glaube ich, überall Wurfs. Okay, also wir wurden ein bisschen überrascht, beziehungsweise wir haben ja die ein bisschen mehr überrascht als die uns. Und daher ging es ja eigentlich ganz gut aus. Muss man ja ganz klar sagen. So, das heißt jetzt, wir hatten noch ein bisschen Action. Wir bleiben jetzt erstmal hier. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in der heutigen Folge. Ja. Wir gucken uns in der nächsten Folge natürlich noch mal ein bisschen weiter das Terrain an. Und ja, mal gucken, was uns da noch so alles erwartet. Ob wir da noch mehr auf Wolves treffen, weil die sind ja anscheinend immer noch auf der Suche nach uns. Aber wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet heute Spaß. Lasst ein Like da, lasst einen Comment da. Und wenn euch die Folge gefallen hat und ihr keine weiteren verpassen wollt, abonniert unseren Channel. Ansonsten wünsche ich euch erstmal viel Spaß und bis dahin erstmal reingehauen.